Hallo und willkommen zurück zu Agrarian Skies, dem Minecraft-Modded Skyblock. Und Leute, es ist so eng gewesen gerade. Jetzt kommt dieser Typ auch noch. Ja, klar, tritt mal die Tür ein. Ja, also was soll ich machen? Ich warte seit Tagen auf Regen. Und jetzt, nachts, kam kein Regen. Ich habe gerade drüben hier an dem Baum versucht, dafür zu sorgen, dass ich nicht darunter falle. Meine Güte, Adrenalin pur. Ich hatte gerade ein halbes Herz. Irgendein Creeper ist neben mir explodiert und draußen ist jetzt ein Haufen Bösartigkeiten. Aber wenn ich jetzt schlafe, ist die Chance auf Regen auch schon wieder vorbei. Ja, was habe ich gemacht soweit? Oh, da kommen einige Punkte rein. Da hockt noch einer. Oh, das war haarscharf, sage ich euch. Uiuiuiui. Ein halbes Herz. Ja, ich lebe von Cooked Silkworms. Ich nutze jedes bisschen String. Die beiden sind übrigens gerade von einer Spinne. Ja, und ich komme nicht voran. Ich hänge wirklich hier und warte auf Regen. Das ist das, was dabei rausgekommen ist, als ich da vorne den Platz um den Baum ein bisschen größer gemacht hat. Und ich bin out of bone meal. Ich habe hier noch einen halben Stack, den ich nicht anfassen möchte. Beim 7 habe ich eine Melone bekommen. Die wächst da oben auch sehr langsam vor sich hin. Also ich bin hier runter auf 12 Silkworms und 2 Möhren. Ja, diese Bane of Atropods wird mich wohl gerettet haben, gerade als die Haufen Spinnen ankamen. Ja, jetzt reicht's. Ich muss hier wieder raus. Allerdings sollte ich vorher, was die Nahrung angeht, noch was tun. Ja, was soll ich sagen? Ein Spinnenauge, ich bekomme 3 Äpfel. Das hilft mir auch wieder weiter. Aber solange es nicht regnet, kommen wir einfach nicht weiter. Und nur weil ich da diesen Clay zu viel umgewandelt habe in Porzellan-Clay. Naja gut, ich könnte natürlich die Baumfarm erweitern und so weiter. Aber eigentlich möchte ich jetzt Regen haben und bei den Quests weitermachen. Okay, soweit dazu. Jetzt gehen wir raus und räumen hier mal auf. Da ist er. Komm her. Mit schöner Rüstung. Oh, der hat Leben. Oh, noch ein Angry Zombie. Ja, verstehe ich. Solange sich keiner rückwärts an mich ranschleicht. Irgendwie höre ich jetzt überall die ganze Zeit dieses Zischen. Vielleicht schnellst du deine Rüstung runter. Komm, versuchen wir es doch einfach mal. Ich gehe ein Stückchen weg. Ah! Da liegt ein Kopf. Ich glaube, der ist von. Wo kommt der denn her? Kann es höchstens sein, dass der Creeper ein Skelett gesprengt hat? Ne, ist ein Zombie hat. Ja, dann wird der Creeper wird ein Zombie gesprengt haben. Ja, die Sonne geht wieder auf und es regnet immer noch nicht. Hier seht ihr meine karge Ausbeute, 71%. Ach ja, ich habe hier so eine kleine Treppe hochgebaut, um das Springen zu vermeiden. Gut, ja, dann warten wir doch gemeinsam mal auf Regen. Ja, hier war ich dran, ja, habe einfach nur versucht, das hier nicht runterzufallen und aus diesen Half-Bricks ganze Bricks zu machen. Das Dumme dabei ist ja immer, wenn man ein Loch hier ins Nichts schlägt, möchte man die gerne auffangen. Aber dabei darf man nicht zu nah ran, weil man sonst einfach da runterfällt. Ich halte die ganze Zeit wie wahnsinnig die Shift-Taste fest. Ich glaube, mein kleiner Finger bricht bald ab. Okay, ja, hat nicht geholfen. Jetzt hänge ich hier. Immerhin ist der Platz ein bisschen größer geworden. Aber ich habe kein Bone Meal mehr und ich kann den letzten Rest nicht wirklich aufbrauchen. Ich habe auch keine Knochen bekommen. Ja, mein Hatchet ist bald auf dem nächsten Level. Ein Zombie Brain habe ich vielleicht. Das kann ich, glaube ich, nur 7. Na, nicht in diesem Sieb, sondern eher in so einem Resteverwertungssieb. Gut, ja, ich würde sagen, wir sehen uns, sobald es regnet. Derweil werde ich hoffen, dass die Bäume wachsen und ein bisschen AFK hier versuchen, an den letzten Möhren herumzunaschen. Gut, bis gleich. Und willkommen zurück. Ja, wir warten immer noch auf Regen. Ich weiß nicht, wie lange und wie oft, aber wir warten immer noch auf Regen. Der Himmel ist strahlend blau. In jedem Urlaub würde ich mich freuen. Hier passiert gar nichts. Es ist alles trocken. Ja, wir haben noch 12 leckere Würmer. Ich habe mittlerweile eine Golden Chestplate bekommen von irgendeinem Zombie, glaube ich. Ich habe es nicht mal bemerkt, aber gut. Ja, höchstwahrscheinlich können wir diese Quest mit den Zombies schon wieder abgeben, weil 3 Tage verstrichen sind. Schauen wir mal nach. Ja, oh, sogar 2. Welche sind es denn? Be resourceful. Ach ja, das haben wir letztes Mal gemacht. Wir haben die ganzen Steine und den Cobblestone geprügelt. Gut. Wir bekommen Sand, Cobblestone, Gravel, ein halbes Herz und eine Picke. Ja, unsere aktuelle ist auch schon kurz vor dem Limit, obwohl es von der eigengemachte. Ich weiß nicht, welche besser ist. Schauen wir mal nach. Welches Herz, also welches Reward-Back nehmen wir? Nehmen wir das rechte.
Gut, und das Zombie-Ding. Ja, gut. Immerhin kann man davon einigermaßen. Ja, überleben ist das Falsche. Gut. Smelting ist Tinker's Construct. Das ist das nächste. Dust in the Wind geht es dann wirklich um das Gesiebte. Nur nützt mir das nichts, solange ich keinen Cobblestone-Generator habe. Ja, und dafür brauche ich halt dieses Unfired Clay Bucket. Meinetwegen könnte ich auch fischen irgendwo. Ich glaube, das mache ich in der Zwischenzeit. Nutzen wir doch einfach die Zeit, wo es nicht regnet und gehen eine Runde fischen. Aber vorher gucke ich hier rein. Ein Good Reward Bag. Hoffen wir auf das Beste. Oh nein. Okay. Ja, wunderbar. Stencils. Ach du Schande, die liegen hier überall rum. Ja, gut. Okay, ich räume ein bisschen auf. Ja. Jetzt geht die Kiste nicht mehr auf. Hallo. Kiste. Habe ich Bugs? Wieso geht's nicht? Ich kläre das eben. Bis gleich. Ja, da sind die Dinge. Ein Haufen Stencil-Blöcke. Ja, vielleicht ist das gar nicht schlecht. Auf jeden Fall kann man mit diesen Teilen und einem Pinsel die Wände oder Blöcke anmalen. Ich meine, ich weiß zwar nicht, warum ich irgendwelche Herzen auf Sachen malen könnte, aber zumindest ist die Idee vielleicht eine Truhe. Ich weiß es nicht genau. Naja, was für ein Reward. Vielleicht werde ich ihn nutzen, wir wissen es nicht. Die Herzen. Ich wollte eben die beiden Herzen hier addieren. Gibt ein ganzes und das kann ich auch noch mal essen. Das ist ein richtiges. Gut, weg damit. Ja, ich wollte ein paar Barrels machen, aber ehrlich gesagt, macht keinen Sinn, euch hier alle paar Minuten reinzuholen und euch zu zeigen, dass da gerade wieder nichts passiert ist. Wir sehen uns jetzt, wenn es endlich regnet. Und bis dahin kümmere ich mich eigentlich nur um Bäume. Und hoffe, dass ich wenigstens ja genügend von diesen Würmern bekomme, um einigermaßen überleben zu können. Okay, bis gleich. Oh, schaut's euch an. Da prasselt es runter. Ja, endlich. Ich weiß nicht, wie viele Tage rum sind. Ich glaube mindestens 3. In der Zwischenzeit habe ich wirklich außer AFK sein nicht viel gemacht, aber endlich regnet es. Endlich. Und ich weiß ganz genau, dass ich den Regen spätestens ab der nächsten Folge einfach nur hassen werde, weil er einfach nur laut und nervig ist. Naja, da prasselt es rein, da werden die Fässer voll. Dieses weniger. Seltsam. Gut, ja, endlich. Hol ich mal den bei. Ja, ich habe den Staub bei. Questbelohnung. Rein, Clay raus. Den Clay hinstellen und draufhauen. Da ist es. Endlich. Gut. Okay. Freut mich. Als nächstes wollen wir einen Becher machen, ein Bucket. Wir brauchen da 3 Clay zu. So. Und das wird gebrannt. Ich habe übrigens schon einen Stone gebrannt, weil ich eine etwas machen möchte, eine Quest, beziehungsweise etwas, was das Überleben erleichtert. Dafür brauche ich Smooth Stone. Und zwar möchte ich einen Juicer bauen. Ich habe ein Claypacker, ein wunderbares Ding. Gut, uns ist nichts mehr im Wege. Jetzt also ein, ja, wenn ich es richtig sehe, können wir jetzt anfangen mit unserem Cobblestone-Generator. Ja, und dafür brauche ich dann einen geeigneten Platz und leider noch eine Menge an Steinen. Aber gut. Also hier investiert der Baum schon vor sich hin. Ich glaube, wir machen das hier, das Ganze. Okay, also, wie machen wir es? Wir machen hier ein Loch in den Boden. So, 3 Felder weit. Ja. Da kommt der Cobblestone-Generator später hin. Und von dieser Seite kommt das Wasser. Ich denke mal 2 Felder Wasser und eins tiefer, weil Wasser. Und da geht's runter. Wasser fließt immer zum niedrigsten Punkt. Also wenn also ein Loch in der Gegend ist. Also wenn ich jetzt hier mit dem Eimer Wasser hinstelle, sollte es funktionieren. Okay. Der andere Weg ist kürzer. Vielleicht soll ich ein Schild aufstellen, hier nicht reinfallen. Gut. So, mit dem Eimer Wasser kann ich jetzt den Source Block hier nutzen. Danke sehr. Ich glaube, ich packe das Wasser hier hin, obwohl die Lava da läuft. Ne, ich mache das Wasser hier hin. So, jetzt muss ich dann noch Lava hinbekommen. Okay, und Wasser zuerst, weil nachdem man einmal Lava genutzt hat, ist das Clay Bucket kaputt. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das gewünscht habe.
Aber was brauchen wir? Wir haben den Crucible. Den Crucible müsste man auf eine Hitzequelle stellen. Dafür habe ich vorhin ja hier schon. Dachte ich hätte. Oh, ja. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Charcoal, aber es sieht nicht so aus. Ja, ich habe schon mal einen Smoothstone. Hier ist Nummer 2. Für den Juicer brauche ich 4. Das Crucible nehme ich mit. Und jetzt machen wir uns doch nochmal eben fix. 1, 2, 3. Charcoal, also Kohle, damit ich damit eine Fackel machen kann. Mit der Fackel kann man auf langfristige Sicht den Crucible erhitzen. Das reicht schon, danke. Am Anfang ist es wirklich etwas mühselig, da habe ich schon genügend. So, und da ist die Fackel. Gut, die Fackel kommt irgendwo, ach jetzt in der Hütte. Ach, warum nicht? Mach mal hier ein Loch rein. Am Anfang ist es eh alles auf engstem Raum und ich kann nachts weiterarbeiten. Da die Fackel hin. Und auf die Fackel packe ich den Crucible. Zack. Und da muss jetzt leider Steine rein. Ja, und um Stein zu kriegen, muss ich weiter Bäume wachsen lassen. Leider habe ich immer noch kein Bone Meal. Aber ja, immerhin ein Stein schon. Gut. Also, Aktion ist folgendermaßen. Eigentlich will ich den Juicer haben als erstes, weil mit dem Juicer kann man sich, ich zeige euch den mal. Da kann man Früchte mit oder beziehungsweise Möhren mit quetschen. Und dafür bekommt man nicht nur ein Hungerbar, einen halben und einen ganzen. Und ich glaube, in der Aktualisation ist das wichtiger als ja, 1 Million Cobblestone. Weil ehrlich gesagt bin ich mit den 6 Äpfeln und den 8 Silkworms am Limit. Ich habe auch keine mehr irgendwo ja, in der Pfanne. Nichts mehr auf der Pfanne. Gut, ich könnte aber angeln gehen, weil das wäre auch noch eine Quest. Gut, machen wir das so lange und hoffen, dass die beißen. Also der Trick, den ich gehört habe, ist, man stellt sich ins Wasser, in den Source Block rein, senkrecht nach oben, angelt und springt raus. Und dann sollte man an der richtigen Stelle treffen. Aha. Und hoffen. Komm runter. Klatsch. Alles klar. Schwimmt. Sieht gut aus. Irgendwie ist das Icon von dem Schwimmer ein bisschen kaputt, habe ich das Gefühl. Sieht gar nicht, bin den ganzen Flacker. Hat es was gegeben? Ja, reingefallen. Okay, ich will jetzt mal. Ich hoffe, komm. 2 Versuche noch. Das ging daneben. Das ist ein Land. Nochmal Versuche in das. Nein, ist auch ein Land, ne? Schwimmt nicht, oder? Nein. Ach ja. Also, wenn ihr bessere Ideen habt. Das sieht gut aus. Aber jetzt bin ich am Absaufen. Zack, das war ein Fisch. Jawohl, und dann kann ich die Quest abgeben. Und dann hat sich das mit meinem Fischen auch. Ich glaube, ich würde mir einen Autofischer hinstellen, bevor ich das mache. Questbook. 2 Unclaimed Quests. Wieso 2? Ach, ja. Melting Stone. Forming Clay war der erste Teil, dass man halt die beiden Sachen hergestellt hat und dann das nachher brennen war das zweite. Dafür brauchen wir ein Slab Furnace. Wir waren ein bisschen vorgegriffen. Ich nehme Tüte Nummer 2 und den Fishing Trip. Eine Fischrod aus Reed, kochten Fisch und ein weiteres Quarter Hart. Und ich nehme wieder Tüte 2. So. Gucken wir nach, was drin ist. 2 Basic Rewards, 2 Herzen. Die kann ich so zu einem halben Herzen machen. Ich bin ziemlich voll, aber den Fisch kann ich auch essen, beziehungsweise braten vorher. Ja, ich werde ein bisschen Zeug wegschmeißen und dann erstmal reinschauen. Weil wenn du zu voll bist, liegt da wieder alles hier quer in der Gegend rum. Am Anfang ist das alles auch ziemlich unorganisiert, muss ich sagen. Machen wir mal ein bisschen sinnloses Zeug weg. Das Clay brauche ich nicht mehr. Pumpkin auch später. Ja. Das Clay Bucket brauche ich gleich. Ja, okay, angeln werde ich nicht mehr. Schöne Sache, das. Den Fisch ist schon gekocht. Gut, schau nach. Wow, ein Red Herring und Mutton Jerky. Ich weiß nicht, was ich alles damit soll, aber vielleicht kann ich ihn ja essen. Ja, ehrlich gesagt kann ich ihn auch nicht essen im Augenblick, weil ich ziemlich satt bin. Gut, wir sind erstmal gestufft, was Nahrungsmittel angeht. Ja. Das bringt mich dann zurück. Das war sowas von ärgerlich, ja, dass ich nichts Sinnvolles in diesen Dings bekommen habe, in den Bags bekommen habe. Gut, das bringt mich zurück an den Zeichentisch. Ich kann den Baum da ab. Ernten ist ja komplett weiß, ja. Okay, ihr kennt den Drill. Ich lasse euch mal hier raus. Wir sehen uns dann gleich, sobald ich.
ja, ich sag mal, einige Steine habe, damit ich die Quest erledigen kann mit dem Juicer. Also ist keine richtige Quest, aber ist eher was für mich. Und ich sage, ja, bis gleich. Damit ist es für heute, glaube ich, auch das letzte Mal. Wir sind durch. Ich habe hier 4 Steine. Und damit werde ich jetzt mein Nahrungsproblem erstmal lösen. Also, wir brauchen eine Pleasure Plate. Und wir brauchen einen Smooth Stone. Also, ich habe es noch 1 zu viel gemacht. Und das sollte ein Squeezer ergeben. Muss ich ihn irgendwie speziell setzen? Ja, oben. Okay. Da ist er, der Juicer. Damit ist unser Nahrungsproblem erstmal gegessen. Es funktioniert folgendermaßen: Man nimmt die Äpfel, legt den zusammen mit dem Juicer rein, bekommt dann Apple Juice. Und zwar für jeden Apfel einen. Und der ist eine doppelte Menge an, ja, Nahrung. Dasselbe gilt für Möhren oder jegliche andere Art von Frucht oder Gemüse. Von den Möhren sieht es auch nicht so gut aus. Die wachsen nicht, ja. Das bisschen Crops, was da kommt. Aber gut, beim 7 habe ich noch Grassamen bekommen. Ich glaube, zwar beim letzten Mal schon. Und einen Sugarcane Seed. Ja, sehr schön. Das ist alles, was wir wirklich brauchen für die Zukunft. Ich denke mal, dass ich jetzt auch noch mit den Bäumen das weiterhin bekomme. Wir machen es so. Ich höre jetzt an dieser Stelle auf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr bei der dritten, der vierten Episode, ach, vierte Episode schon, wieder zurück seid. Dann gucken wir uns mal an, wie wir den Cobblestone-Generator produzieren oder beziehungsweise herstellen. Ja, ich werde in der Zwischenzeit ziemlich viele Bäume umhauen und ziemlich viel ja, sieben, damit ich Steine bekomme aus der Erde. Ja, das Ganze wird dann hoffentlich ja, umgewandelt in Lava, indem ich die Steine einfach nur hier in den Crucible stopfe. Aber bis dahin denke ich, seid ihr wieder dabei. Ich werde erstmal nur einen Haufen Steine machen und ich sage vielen Dank und ja, wir sehen uns in der nächsten Episode. Euer Dice.